Liebes Tagebuch. Wir schreiben heute den 5. Tag in dieser Wildnis. Ich entsinne mich langsam wieder an die Vorfälle von den letzten 5 Tagen. Mein Essen geht langsam zu Neige. Irgendwann muss ich Zombiehirne essen. Doch bis es soweit ist, versuche ich zu überleben. Hier auf dieser Insel, mein kleines Heim. Wo ist eigentlich Schwein? Schwein? Schwein! Da ist Schwein. Schwein, wie geht es dir? Bleib schön hier, Schwein. Nicht über die Brücke. Da ist es schlimm. Sehr schlimm, Schwein. Nun ja. Ich brauche ein Dach. Mein Haus, es regnet hinein. Wenn der Regen kommt, sehe ich halt aus. Dann wird alles nass. Nun gut. Wir brauchen Kohle. Wir müssen den Ofen beheizen. Essen? Naja, es wächst. So einigermaßen. Gut. Mein Ofen ist hier. Eisen habe ich keins mehr. Ein paar Steaks habe ich noch. Das brauche ich nicht. Brauche ich zurzeit auch nicht. Ich lasse alles hier, was ich nicht brauche. Damit ich mehr Platz habe für in den Minen. Aber ich brauche eine Spitzhacke. So. Wir brauchen dringend mehr Nahrung. Und Schwein will ich nicht schlachten. Ich stehe vor einer großen Entscheidung. Schwein oder ich? Wir werden sehen. Schwein, du bleibst hier. Ich bin bald zurück. Ah, meine Mine. Vielleicht finde ich da ja ein paar Erzmaterialien, um neue Werkzeuge zu bauen. Wer hat die Tür aufgelassen? War ich das etwa? In die Mine. Die Mine. Ja, liebe Freunde. Tag 5 in meiner kleinen, schnöden Welt, die ich hier verbringe. Ich kämpfe über um mein Überleben. Oh. Und wir finden Erz. Wir brauchen es noch nicht, aber wir nehmen es mit. Man weiß nie, was man noch brauchen kann. Nicht wahr, Leute? So sieht's aus. Ja, in meinem letzten Videos wurde ich gefragt. Ne, wurde ich nicht gefragt. Aber ich habe persönliche Feedbacks bekommen. Warum erzählst du denn nichts über dieses Modpack, das du benutzt? Ja, ganz einfach. Weil ich nicht wirklich viel weiß über dieses Modpack. Es gefällt mir einfach. Ein paar schöne Steine. Ordentlicher Technikkram. Ah. Es gibt neues Werkzeug. Ach, das kann ich nicht aufbauen. Ich brauche Eisen. Gebt mir Eisen. Und Kohle. Oder Holz und Eisen.
Das geht auch. Ich gebe mich mit den kleinen Dingen im Leben zufrieden. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Ich habe mal gehört, Stufe 13, da gibt es am meisten Quatsch, den man sich holen kann. Ah, Redstone, denke ich mir. So, hier machen wir auch noch eine Fackel hin. So, damit es auch schön ausgeleuchtet ist. Nicht, dass wir hier dann noch ungebetenen Besuch bekommen. Ja. Und so schaufen wir uns in unser Verderben wahrscheinlich. Kies. Uran, würde ich jetzt mal sagen. Behaupte ich jetzt mal so, ne? Ja, das war ja klar, dass ich jetzt kein... Lieber Urbi. Das nennst du ein Min... Eisen! Ich habe Eisen gefunden! Ja, 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 ja! Gutes Werkzeug. So, wir haben Eisen. 3, 4 Klötzchen. Oh, 5 Klötzchen. Sehr schön, sehr schön. 6 Klötzchen. Ach, so kann es weitergehen. Super. Ja, um zurück auf die Frage zu kommen. Direwolf 20 Pack. Ja, das ist so ein Pack, ne? Da hat so ein paar Mods drin, ne? Ja, warum spielst du denn nicht Vanilla? Also das klassische Minecraft. Weil es hier noch ein paar coole Tools gibt. Guck mal. Hier und da und dort und dies und... Das habe ich auch schon gebaut. Hier ein Jetpack. Oh, da braucht man ewig, Leute. Ich sag's euch, ewig. Juju Matter gibt's hier auch. Juju Matter. Mit dem kann man alles herstellen. Alles. Fast alles. Oh. Fast alles. Ja, und da gibt's so coole Rüstungen. So ein Nano-Sweet. Und den baue ich mir dann irgendwann auch noch. Und dann gibt's noch ganz verschiedene Dings. Und Bienchen und Blümchen. Und Tapi, Papo. Und Schwerter. Und Zauberdings. Und Farbe. Und überhaupt. Und sowieso. Und Bli und Bla. Und dies und das. Und dies und das. Und da, und da, da. Und hier noch ein paar schöne Steinchen. Und Werkzeuge. So. Ja, ich hoffe, ihr seid alle mitgekommen. Was ich denn hier alles habe. Gut. Wir suchen mehr Eisen. Wir bauen uns jetzt so eine richtig schöne Mine. Hoffe ich. Hey, wenn ich dich wäre, würde ich doch bescheißen. Mach hier einen auf Creative-Modus. Und pack dir einfach den ganzen Scheiß in dein Inventar und dann bohr dich hier durch den Berg. Klar, könnte ich machen, aber machen wir nicht. Nein. Hier wird hart gearbeitet. Wir machen die Evolutionsschritte ganz normal, so wie sie es gehört. Von Holz zu Stein zu Eisen. Oh, ich höre Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist. Wahrscheinlich habe ich gleich einen Wassereinbruch hier. Ja, ja, ich sehe das kommen. Gleich kommt's. So, wir achten uns auf die wunderbaren Tropfen, die sich dann von den Steinen abheben, ne? So, darum grabe ich mich jetzt hier durch. Kein Wasser. Wasser! Ich habe eine Quelle entdeckt. Das macht mir ein bisschen Angst. Weil ich habe noch kein Schwert. Das heißt, alles, was jetzt kommt, wird sich auf mich stürzen. Ja, ihr seht, ich habe noch viel zu tun, ne? Ich könnte auch ein bisschen Überlebenshilfe brauchen hier. Tipps, Ideen. Oh, Kohle. Kohle. Ich habe Kohle gefunden. Kohle gefunden. Lecker, 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 schmecker. Naja, essen tue ich es ja nicht, aber damit kann ich mir was braten. Und so Nano. So ein Nano-Suit kann ich mir damit auch herstellen, wenn ich denn die richtigen Maschinen habe. Ja, ah nein, Wasser. Ja, wie mühsam.
Oh, arbeite dich nach vorne. Komm schon, tu es. Tu es. So. Puh. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das wäre beinahe schief gegangen. Oh, eine Höhle. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich hier auf den einen oder anderen Bösewicht noch treffen werde, ne? Schluss mit Wasser hier. Ich will auch meine Kohle ran. So sieht's aus. Aha, hier war mal Lava, ne? Hier sind meine Steinchen wieder. Da war noch ein bisschen Redstone. Aber zuerst kümmern wir uns um die Kohle. So sieht's aus. Ach, guckt euch mal dieses wunderbare Kohlefeld an. Wunderbar. Mach ich ja richtig. Oh, ich werde schon wieder angeschrieben. Wobei denn? Ach, genau. Gesichtsbuch lässt grüßen. Ja, ja. Die Gestrandeten haben auch Gesichtsbuch. Aber man wird sich nie einfallen lassen, hier Hilfe zu holen, ne? Nun gut, unter Tag, ich weiß nicht, Tag 5 oder ob es schon Tag 6 ist. Wir arbeiten uns hier in unserer Mine vor. Und Fäckelchen, ne? Ja, schönen Ausgang nochmal an. So, sauber. So wie sich das gehört, ne? Super. So. Ich glaube, Tag 5 nähert sich auch schon bald dem Ende. Und na, das geht noch nicht. Wir brauchen eine Eisenhacke. Ein bisschen Eisen wäre jetzt noch gut. Nur noch ein bisschen hier. Geht nicht. Gut. Dann eben nett. Noch ein bisschen Kohle, um das Eisen auch wirklich schön zu verarbeiten. Das gehört dazu. Ja. So sieht's aus. Meine lieben Freunde. Ja, wir sind auf 13. Ihr seht das hier. In etwa Höhe 13. Und es gibt Material ohne Ende. Da haben wir noch irgendwas Grünes. Keine Ahnung, was, wozu man das eigentlich braucht. Ich brauche das nicht mal hier im Multi auf dem Feed the Beast Server. Echt, ich muss mich da mal informieren, was da alles gibt. Also ich bin echt nicht der Ober-Minecraft-Crack. Aber mit der wunderbaren Bauanleitung, die es hier immer ja gibt, ne, da kann man hier nehmen, so. Da kann man sagen, oh, ich hätte gerne ein Jetpack. Nein, das wollte ich nicht. Nein, wir bescheißen hier nicht. Nein. Es wird nicht beschissen. Ist es jetzt? Warum? Ah, nein, ich will nicht. So, aber jetzt ist es off. Warum geht denn das trotzdem? Nö, das will ich alles nicht. Komm mal her. So, liebe Freunde. Ich werde diese wunderbaren Tools, die ich mir jetzt gerade so wunderbar erklaut habe, nicht benutzen. Ihr seid Zeuge der Vernichtung dieser wunderbaren Jetpacks, dieses wunderbaren Bohrers. Und das ist ein Gravity-Tool. So, habe ich alles vernichtet? Ja, ich habe alles vernichtet. Oh, Eisen. Aber wie komme ich da hin? Oh, Eisen. Nein. So. Nein, ich habe hier mein schönes Eisendefekt kaputt gemacht. Ich hasse diesen verdammten Creative Mode. Echt, Leute, ich hasse den. Warum macht man denn sowas? Ja, ich weiß, damit kann man lernen bauen. Ja. So. Wir kehren zurück. Unser angestammtes Heim. Nö, falsch. Eins falsch. Ah. Hier hoch. Nein. Hier hoch. So. Jetzt mache ich hier schon ein riesen Chaos, ne? Kohle. Zicke. Zacke. Hoch. Hier hoch. Noch eins. So.
Auf geht's, wir gehen nach Hause. Ja, hier waren wir schon. Super. Ich muss hier Treppen bauen. Das ist ja zum Kotzen hier. Das ist ewige Gehumpel hier. Das geht gar nicht. Nein, 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 nein. Das geht gar nicht. So, wir werden uns ein paar Steintreppen bauen. Liebes Tagebuch. Tag 5. Ist vorüber. Ich war in den Minen und ich habe Eisen gefunden. Doch nun traue ich mich nicht nach Hause. Wer weiß, ob diese Zombies wieder hier auf mich warten. Ich habe Angst. Ich habe große Angst. Schwein ist alleine zu Hause. Es macht sich bestimmt Sorgen. Dafür habe ich einen Verwandten von ihm gefunden. Er leistet mir gute Gesellschaft. Er leistet mir so gute Gesellschaft, dass ich ihn jetzt schlachten werde. Schlachten! Steaks, komm her! Oh, Zombie. Ah, mach mal auf. Ja, ja, das ist, wenn man zu gierig ist. Oh nein, 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 nein. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Oh. Liebes Tagebuch. Hier ist einer von diesen suizidgefährdeten Typen aufgetaucht. Ganz in grün. Ich glaube, er will sich wieder in die Luft jagen. Ich habe Angst. Liebes Tagebuch. Ich hoffe, ich werde die heutige Nacht überstehen. Wir sehen uns morgen. Oh, Essen. Essen! Gute Nacht, liebe Freunde. Bis morgen.